Hey verrückte Leute, Mijir und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sky Factory 2.5. In den letzten Folgen haben wir uns um Krebs gekümmert, heißt wir haben jetzt Soundcraft gemacht, was richtig nervig war. Aber damit, also mit dem Erforschen sind wir jetzt bei fast allem durch und deswegen möchte ich Soundcraft jetzt auch erstmal sein lassen, hoffentlich verständlicherweise. Die letzte Aufnahme ist 4 Wochen vielleicht her, deswegen verzeiht mir, dass ich auf jeden Fall raus bin. Und ich möchte auch ganz ehrlich sein, ich weiß noch nicht, wie lange Sky Factory noch gehen wird. Wie gesagt, ich hatte jetzt eine lange Pause. Vielleicht liegt es daran, dass ich deswegen momentan jetzt nicht so viel Lust habe, aber vielleicht kommt es ja wieder. Kann ich noch nicht sagen. Da das Server jetzt aber sehr viel gelaufen ist, könnte es sein, dass wir zum Beispiel ein paar Lootbags zusammenkriegen. 71 Stück. Nice. Gut. Das hört sich doch extrem nice an. Dann öffnen wir jetzt, würde ich sagen, erstmal ein paar Legendary Lootbags. 71 Stück ist jetzt schon nicht wenig. Ich würde sagen, schon mal für Thumbnail können wir, Moment, Mauszeiger ins Schwarze, boah, bin ich, F2, boom, fertig. Weil wir können noch ein paar in droppen. Und F2 fertig, gut. Das soll es auch schon für Thumbnail gewesen sein. Oh, Bedrockium und Vibrant, ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ich werde die Sachen erstmal alle vor mir auf den Boden legen. So, gucken, wann wir das erste richtig nice bekommen. Das Skelett im Sky ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Raus. Manastie, okay. Rutania habe ich, wie gesagt, noch nie gemacht. Es wird wahrscheinlich mit am nächsten, als nächstes anstehen. Bringt es gerade, glaube ich, ein bisschen zum Laggen, aber egal. Hui. Wenn wir Zeug rauswerfen, wir gucken in der, ob wir irgendwas Gutes kriegen. Zum Beispiel wäre natürlich mal nice, wenn wir aus diesen ganzen Lootbags, die wir jetzt haben. Guck mal, Division Switchel. Das ist doch schon mal, glaube ich, gar nicht so schlecht. Auch wenn wir es jetzt nicht brauchen, aber so generell wäre es gar nicht so schlecht gewesen, wenn wir es hätten brauchen würden. Krass, können wir nicht langsam mal zumindest, wenn ich Rotten Lumium, mindestens mal so ein Dings Ingot kriegen? Ich meine, 71. Ist jetzt schon nicht wenig. Endportal Frame, stimmt, das war es, was wir dafür brauchten. Ja, auch jetzt auch ein bisschen wenig, finde ich, dafür, dass wir so viel jetzt schon geöffnet haben. So, ich tue das ganze Zeug ins System. Ja, so. So. Ah, okay. Bisher noch nichts ultra krasses, zumindest mal ein Portal Frame. So, alles mal rein damit. Die Sachen tue ich mal ganz kurz in eine Chest. Dann brauche ich gleich wieder rauszusuchen. So, und jetzt kann ich weiter Lootbags öffnen. Guck mal. Hier ist eh gleich schon durch. Ich öffne mal ganz kurz 4 Stück und dann den Rest in unser Inventar packen. Man Division Sigil Primal Mana Bucket, das hört sich doch gar nicht so schlecht an, wobei ich glaube nicht, dass es gut. Aber naja. Also ich habe jetzt bisher mehr erwartet. Ich meine, wir haben jetzt schon 36 Stück geöffnet. Aber wenn hier jetzt gar nichts, also ich finde bei 70 könnte man zumindest, ich meine, das Ding ist jetzt mehrere Wochen durchgelaufen und da sind so viele Lootbags jetzt zusammengekommen. Also ich finde, da könnte ein dieses, ich habe vergessen, wie es heißt. So ein Ingot, ne? Wisst ihr Bescheid? Ups. Ein Unstable Ingot könnte da schon bei sein, finde ich. Also ist das ja unschwach. Ein Hallo. Eins. 71 Stück. Aber musst du so lange durchlaufen dafür? Hier ist nur Crap drin. Weil das Legendary Lootback gedöhnt, obwohl wir so viel Zeit da reingesteckt haben, wird sich anscheinend nicht gelohnt haben. Wobei, ich weiß gar nicht, ob wir anders, also ohne Legendary Lootbacks an, ob wir ohne Legendary Lootbacks überhaupt an Endportal Frames kommen. Ah, zum Beispiel eins. Weil die brauchen wir auch, um den Enderdrachen zu besiegen. Und ich glaube, davon haben wir mittlerweile, oh, guck mal, noch eins. Oh, das ist doch gut. Endportal Frames wären jetzt gerade mit das Sinnvollste, was wir kriegen können. Und halt vielleicht noch Unstable Ingots, die halt, also hier drin können Unstable Ingots sein, die man
die einfach existieren, ohne dass sie kaputt gehen. Was natürlich recht nützlich ist, nicht zwingend notwendig, aber egal. War auf jeden Fall sinnvoll. So, ich würde jetzt gerne noch ein, zwei Endbottom-Frames hier drin kriegen. Vielleicht hat... Ich glaube aber nicht, dass David zu stück um Server und Loopbacks zu öffnen, das glaube ich nicht. Aber es könnte natürlich sein. Und wir könnten theoretisch gleich unten nochmal... Keine Ahnung, irgendwas nachlegen. Ein Holz nachlegen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel da drin ist. Vielleicht ist ja auch die Produktion zum Stocken kommen, weil 71 ist jetzt nicht wenig, aber jetzt auch nicht so viel, dass ich sagen würde. Da hat sich richtig viel getan. Ey, wir hatten noch mehr als zwei, oder nicht? Ich dachte, wir hätten mehr als zwei Endportal Frames gehabt. Was? FPS sind. Was? Okay. Kommt mir ein bisschen länger vor, aber okay. Warum habe ich da oben eine Minimap? What the fuck? Julian, was hast du gemacht? UI-Theme? Nee. Nee. Okay, das reicht. Options. Bäh. Wie kriege ich dich woanders hin? Actions. Show Grid, Show Players, Show Villagers. Na gut. Show Pets, Show Animals, Show Mobs. Ja, wie kriege ich da oben weg? Das ist gerade extrem wichtig. Gameplay, Inventory, Inventory Tweets, Journey Map. Fullscreen Maps, Switch Minimap Preset. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Backslash. Ja, was, welches jetzt Backslash auf einer. Das ist Zoom anscheinend. Wie guckt man? Wir setzen es einfach um. Journeyman. Switch Minimap Priest Blab P. Ah, gibt's schon. Hätte ich mir auch denken können. Oh, guck mal, ey. Boo. Dankeschön. Okay, 1, 2, 3, 4. Machen wir es auch so. Okay. Viele End. Portal Frames haben wir. Reicht noch, also noch nicht ansatzweise. Schade. So, Wither Skulls haben wir jetzt bekommen. Wither. Elf, ja, können wir ein paar machen. Okay, Sugarcanes. No, ist alt. Alt. Moment, ich werde mal ganz kurz. Die Steine. Gucken, wie viel Steine bringt, wenn wir das einfach mal umleiten. Liegt jetzt, are you serious? Kann ich den nicht ausstellen? Fullscreen, Graphics fast. Sieht nicht so aus. Wollte ich jetzt einfach kurz sehen. Wie sieht's hier aus? Bist du. Hier fehlt einfach Holz. Moment, wir tun mal ganz kurz in dich rein ein bisschen kurz. Oh, geht nicht? Ja, nein, geht auch nicht. Okay. Ja, komm, dazu kann man nicht machen. Okay. Natürlich jetzt scheiße gelaufen. Geh raus. Gibt glaube ich keine schnellere Alternative, deswegen kurz rauswerfen. Gehst du mal aus. Dankeschön. Hier wird zwar fleißig gemacht, aber ich denke mal, könnte mal ein bisschen. Oh. Also hier sind eindeutig zu wenig Holz da drüben zu viel. Aber okay, wir werden mal ganz kurz ausgleichen, indem wir. Ich weiß, die Legendary Lootbox ist auch nicht so wichtig von der Welt, wie wir vorhin gesehen haben, aber egal. Wir werden hier mal ganz kurz ein bisschen mit Holz nachhelfen. Wow, das hat quasi nichts gebracht. Doch, hier hinten ist leerer. Okay, wir werden mal ganz kurz ganz viel Holz da rein tun. Einfach just for the lols. Weil später wird das eh wieder ausgleichen, sodass es anders ist, aber egal. Was ist das denn? Laps dazu, die Essenz. What? Haben wir davon zu viel? Nein, nicht dahin, dahin. Hui. Gute Energie ist leer. Sand. Guck mal, wie schnell das wieder aufhört. Alles klar. Bitte durchcraften.
Wird schnell, das muss man dem Ding lassen. Hui. Guck mal, hier hinten ist nichts mehr drin. Da sind auch quasi keine Leitern mehr. Nice. Die machen wir jetzt so. So. Und schon ist alles verkraftet quasi. Yay! Gut, hier hinten ist vielleicht sogar noch ein neuer Legendary Loot Pack entstanden. Könnte sein. Würde ich sogar fast schon meinen. Wir gucken mal kurz. So viel, wie wir jetzt durchgefeuert haben. Legend. Nein, keiner. Loot Pack. Okay. Oh, was Produktives machen? Wie lange haben wir noch? 8 Minuten. Da habe ich immer noch keine Ahnung. Thaumaturge Armor Clothing, The Goggles of Revealing. Alles klar. Thaumaturge, okay, gut, das ist jetzt wieder trotzdem Thaumcraft, aber es ist nicht erforschen. Thaumaturge Armor. Gehst du hin? Thaumaturge Armor. Wo bist du denn? Die Frage ist, ist es überhaupt hier drin? Da war ja zum Beispiel including the goggles und Artifice. Muss kurz hier nachgucken. Ich habe hier noch nichts gemacht, sondern nur Dings. Die Artifice. Hier könnten eine. Okay, hier sind die Goggles of Revealing. Boots of Traveler. Sieht doch fast schon so aus. Moment, ich will mal jetzt pennen. Wie ist das Zeug? Thaumaturge Armor. Wir gehen mal ganz kurz hier. Thaumaturge Armor. Meine Art. Das ist jetzt Thaumaturge Armor. Ja, anscheinend. Haben wir von den Dingern nicht voll viel? Ich meine, ob jetzt Craft oder Feind, ist ja egal. Einen haben wir nicht. Oh, okay. Dann gucken wir mal nach. Wo finden wir uns? So, erstmal brauchen wir anscheinend Goggles of Revealing. Machen wir mal, oder? Haben wir noch Thaumometers? Ein Glas, ernsthaft? Gib mir mal kurz Glas. Mal kurz zwei von den Dingern. Dann haben wir zumindest mal ein Achievement fertig beim ganzen Thaumcraft-Gedönse. Bringe mich dorthin. Dankeschön. So, was brauchst du noch? Leder, Gold. Okay, hätte ich mal holen können. Leather, leer. Genau. Wow. Kriege ich dich? Ah ja, Chaos Sense. Nein. Chaos Sense. Aber nicht genug, würde ich sagen. Mal kurz ein Inventar voll. Danke. Schön. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir ein bisschen was brauchen. Ich nehme einfach mal ein bisschen. Und ein bisschen Gold. Genug voll. Bei 4-6 jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben waren gerade, aber egal. War das die Leder? So bestimmt nicht. Nein. Heißt dann oben, unten. Dahin, dahin. Oh, warte. Oh, voll gut. Voll nice. Voll gut. Das Zeug brauchen wir alles nicht, aber okay. Was brauchen wir? Feuer. Da hier hinten haben wir doch bestimmt ein Ding mit Feuer. Nein? Haben wir nicht? Gehen wir mal ganz kurz den Thaumometer her, bitte. Kann ich da durchgucken? Kein Feuer? Verarschen? Hätte doch irgendwo. Auch an Ort. Gib mal eins her. So, was hast du? Ja, ich weiß, dass das Cheaten ist, aber. Ah, Feuer. Dankeschön. Feuer. Goggles of Revealing. Woo.
Gibt es irgendein Ex-Inventar dafür? Kann ich irgendwo krass anlegen? Oder. Wo muss ich die tatsächlich in den Dingslot ziehen? Anscheinend. Wow! Voll nice. Okay. Dann. Nur ganz kurz. Was gehört denn noch zu dieser Armor? Ich denke mal, die Boots of the Traveler. What? Okay. Spring und Wool. Ja, machbar. Spring. Und Wool. Nehmen wir mal hier. Wie viel brauchen wir dafür? 2. Davon. Leather Boots. Leather Boots. Die sind nicht voll. Keine Ahnung, ob das mit nicht vollen geht. Dann brauchten wir eine Feder und einen Fisch. War das so? Feather. Feder und ein Fisch. Und 2 Ärsche. Fisch? Haben wir Fisch? Hab ich schon was gedacht. Ärsche. Schön. Und nur ein Fisch. Mal einen Fisch herstellen. Fisch. Lass mich bitte irgendwie herstellen. Normalen Lootbag. Was ist das? Raw? Er lässt sich herstellen. Gut. Ich glaube, das war's. Und dann wollen wir mal Ruhe in die Mitte. Vielleicht da ein Fisch und da die. Achso, die Dings brauchten wir vorher. Okay, wie ging dir denn? Punkt. Mit Wool und String. Das habe ich mir schon fast gedacht. Enchanted Fabric. Okay. Und jetzt muss das wie angeordnet werden? In Arcane Fusion? What? Geht das? Arcane Fusion. This people, they allow to move faster. Okay. Und wie mache ich euch? Okay, Arcane Fusion. Das wird bestimmt irgendwie hier sein. Reconstruction Table, Research Mastery. Nee. Where? Node Stabilizer, Wand Recharge, bis. Okay, Manipulation. Ich habe keine Ahnung, wie das ganze der ganze Scheiß funktioniert. Bitte das funktionieren. Basic Alchemy. Ja, vielleicht einfach in Alchemie. Vielleicht müssen wir es in den Kessel werfen. Nein. Basic Elf. What? What the fuck bist du denn? Das ist aber Primal Charm. Brauche aber, was brauchte ich? Eine Infusion. Arcane Crafting and Alchemy can go only so far, bla bla bla. Okay, wir brauchen Arcane Stone Blocks. Brauchen wir für Air Shards? Okay, die machen wir euch. Arcane Stone Block machen wir aus Stein und Shard. Den Air Shards und ein bisschen Stone. Ich hoffe, wir haben genug Wiss in dem Scheißding, weil da habe ich echt keinen Bock drauf, es immer wieder aufzufüllen. Boom. Und jetzt war das was? Also das wollte ich noch kurz. Enderperlen. Toll. Ender. Ja. Dann haben wir hier eine Enderperle, wir haben hier 4 Steine und wir haben hier 4 Schals, aber das war anders.
Also. Ich brauche mehr Ordo. Boah, das weiß ich sogar noch. Ordo. Boah, kann ich sogar die Werte sehen, wie gut. Immer noch nicht genug. Warte. Hä? Wie kann es nicht genug Ordo sein? Noch einen besseren Zauberstab. Are you serious? Ein Stück 42 steht da. Lulz! Wie ist ein besserer Zauberstab? Eigentlich möchte ich gar nicht mehr weitermachen, tatsächlich. Nur ganz kurz nach. Ich mache hier nach Ihnen wieder eine Aufnahmepause für. Ja, was ich da sagen wollte, ich. Es ist nicht garantiert, dass jetzt die nächsten Tage immer perfekt kommt. Es kann auch sein, dass irgendwas anderes kommt oder vielleicht sogar gar nichts. Greatwood Lock. Haben wir sowas? Wenn nicht, dann mache ich jetzt Schluss. Great. Behauptet, der wird im 4x4 geplaced. Okay. Dann würde ich sagen, das war's. Wir haben immerhin Goggles of Reading geschafft und Lootbags geöffnet. Wenn es dir gefallen hat, lasst uns dann da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, falls es eine nächste Folge geben wird. Tschüss.